Ja, wo Nobody zuschlägt, haben Gangster nichts und die Zuschauer viel zu lachen. Ist doch was, ich bin gerade beim Verteilen. Dieser Film hat viele Freude gebracht. Leute haben so gelacht. Der Mann mit dem unverkennbaren Markenzeichen. Wow, was für tolle blaue Augen. Terence Hill wird 80 und wir schauen auf sein ganzes bewegtes Leben. Bei diesem Blatt kann ich verlocken und möchte ewig weiterzocken. Alle kennen ihn als coolen Maulhelden, der immer Sprüche klopft. Herr Oberforstrat, die Blechkalesche da drüben haben wir gefunden, etwa 100 Kilometer von hier. Wir zeigen, im wirklichen Leben ist er eher schüchtern. Für mich ist es immer anstrengend, wenn viele Leute kommen. Für Kabel 1 macht Terence Hill eine Ausnahme. Er spricht mit uns und gewährt uns Einblicke in sein engstes Umfeld. Wir treffen seinen Sohn Chess Hill. Er weiß, wie jung geblieben sein Vater ist. Jeder, wirklich jeder denkt, wir seien Brüder. Wir zeigen das Privatleben des scheuen Filmstars. Seine wechselvolle Kindheit in Deutschland, warum er eigentlich gar kein Schauspieler werden wollte und was ihm seine zweite Heimat Deutschland bedeutet. Meine Mutter war deutsch. Ich habe bloß Deutsch gesprochen, bis ich 6 Jahre war. Wie wurde aus ihm und Bud Spencer dieses einzigartige Duo vor und hinter der Kamera? Terence Hill ist ein Schauspieler. Ich spiele den Schauspieler. Und was macht Terence Hill heute? Wir begleiten ihn zu einem seiner seltenen Auftritte, erfahren von einem seiner besten Freunde, wie er wirklich ist. Er ist alles andere als eine Diva. Der ist sehr zuvorkommend, höflich. Er weiß immer noch ganz genau, wann man Danke und Bitte sagt. Wurde Terence Hill tatsächlich nur durch puren Zufall zum Weltstar? Wir beleuchten seine Karriere von den Anfängen bei Winnetou über den coolen Spaghetti-Western-Helden bis zu den Action-Komödien der 80er. Und vor allem, wie tickt dieser Terence Hill? Er liebt Äpfel. Am Drehort musste immer ein frischer Apfel sein, dann war er auch schon froh. Ein gläubiger Mensch, der an Gott glaubt. Terence Hill lebt asketisch, sehr asketisch sogar. Der Mensch hinter dem Megastar. Zwei Fäuste, ganz exklusiv. Na, danke Ihnen erstmal. Am 29. März 1939 kommt Terence Hill als Mario Ciarotti in Venedig zur Welt. Der kleine Mario wächst aber in Deutschland auf. In der sächsischen Kleinstadt Lommatzsch nahe Dresden. In der Döbelner Straße 40 besitzt die Familie mütterlicherseits mehrere Häuser. In diesem hier hat Mario mit seiner deutschen Mutter, seinem italienischen Vater und seinen beiden Brüdern einige Jahre gelebt. Heute stehen die Wohnungen größtenteils leer. Die Bürgermeisterin von Lommatzsch kennt das Haus sehr gut. Tja, wir stehen hier direkt vor den sogenannten Glashäusern. Diese Häuser hat der Urgroßvater von Terence Hill für seine Arbeiter bauen lassen. Und hier oben, dort wo die Gardinen hängen, war die Wohnung, in der Terence Hill als Kind gewohnt hat. Und das ist auch die Wohnung, in der zufälligerweise meine Schwiegereltern gewohnt haben. 4 Jahre alt war Mario, als er mit seinen Brüdern nach Lommatzsch zog. Die wenigen Jahre haben Spuren hinterlassen. Seine Mutter, hier rechts im Bild mit dunklen Haaren, war die Enkelin des Unternehmers Karl Menzel, der in Lommatzsch eine Glasfabrik betrieb. Der Familie ging es gut. Hill sieht Deutschland bis heute als seine Heimat. Meine Mutter war deutsch. Ich habe erst bloß Deutsch gesprochen, bis ich 6 Jahre war. Und vielleicht, wenn ich nach Deutschland, nach Lommatzsch, kann ich einen Tag suchen. Und das würde mich schon sehr freuen. Sein letzter Besuch ist mehr als 20 Jahre her. In den 90er Jahren schaut der Weltstar zweimal in seiner sächsischen Heimat vorbei. Er zeigt, wie er als Kind immer am Hoftor gespielt hat und ist auch noch mal zu Gast in seiner alten Wohnung. Gefeiert von tausenden Lommatschern. Die ganze Stadt war auf den Beinen, sämtliche Vereine
waren dabei, der Karnevalsverein hat getanzt, die Funkengardemädchen waren ja damals natürlich total happy, ja, den Mann mit den blauen Augen sozusagen begleiten zu dürfen. Also wir sind schon stolz auf unseren Sohn der Stadt. Hill, der öffentliche Auftritte eigentlich nicht mag, verbrachte 1995 einen ganzen Tag mit seinen deutschen Fans. Die Lommatscher haben ihrem berühmten Ehrenbürger gleich mehrere Denkmäler gesetzt. Eine Westernbar und eine Ausstellung im Heimatmuseum. Eine seiner berühmten Kopfbedeckungen hat dort ihren Ehrenplatz gefunden. Unser Prunkstück ist natürlich dieser Hut, dieser Filmhut von Terence Hill. Hier mit den Original-Schweißflecken, dem Einschussloch und natürlich der Unterschrift von Terence Hill und von Bud Spencer. Aus dem Troublemaker, dem letzten Film mit Bud Spencer. In diesem Western von 1994 steht das legendäre Duo Spencer Hill zum letzten Mal zusammen vor der Kamera. Dass wir wieder zusammen sind, ist doch herrlich. Das sind wir ja durchaus nicht. Wieso nicht? Ach, mir sagte mal ein alter Freund, es zählt nur eins im Leben. Ruhe und Frieden. Und beides habe ich reichlich genießen können, seit ich dich los war. Was Ton angeht, da habe ich auch gedacht, jetzt hör mir mal gut zu. Erstens, nur einer von uns beiden Pfarrerstöchtern hat dir das Sagen, und das bin nur ich. Zweitens, all die friedlichen kleinen Städtchen hier in der Gegend werden auch genauso friedlich bleiben. Und viertens, sobald wir Stone ausgeliefert haben, gehst du mir wieder aus den Augen. Ja, großer Bruder. Ich bin nicht dein großer Bruder. Dann Brüderchen. Auch nicht dein Brüderchen. Das Kind aus Sachsen musste seine Heimat 1945 verlassen. Es dauerte ein halbes Jahrhundert, bis er den Ort seiner Kindheit wiedersehen sollte. Und es ist ein bisschen so, als wäre er nie weg gewesen. Vor 50 Jahren, ich war 4 Jahre alt, und wir sind von hier gelaufen nach dem Westen mit meiner Familie. Meine Mutter hat gesagt, ich werde da nie mehr meine Heimat sehen. Ich bin hier. Zusammen mit euch. So, mein Leben ist ein Wunder geworden. Die Welt ist ein Wunder. Also, vielen Dank und viel Spaß. Terence Hill-Biograf Ulf Lüdecke weiß, dass der Krieg nicht spurlos am damals 6-Jährigen vorübergegangen ist. Das waren ja albtraumartige Erinnerungen, diese Angriffe vor allem 45 von Dresden, die man von Lommatzsch aus sehen konnte. Zumindest das Aufblitzen der Brandbomben, die dort abgeworfen worden sind, hat er immer wieder erzählt von dem Vater. In der Nacht der Bombenangriffe haben sie nichts mehr von ihm gehört. Er hat dort einfach erste Hilfe geleistet, wie ein ganz normaler Dresdner, der er ja gar nicht war. Terence Hills Sohn Jess Hill kann nur ahnen, wie sehr die Bombennacht von Dresden den kleinen Mario verstört haben muss. Ich glaube, er war total traumatisiert als Kind. Und niemand war fähig, ihm zu helfen. Die Bomben kamen die ganze Nacht runter. Er wartete vergeblich auf seinen Vater, der nicht nach Hause kam. Ich glaube, das prägt dich dein Leben lang. Es hat mir vor Augen geführt, wie grausam und gemein Menschen sein können. Ich bin trotzdem positiv und optimistisch geblieben. Terence Hill hat versprochen, noch einmal wiederzukommen. Amelia. In diese Kleinstadt nördlich von Rom flieht Marios Familie nach dem Krieg. Für den Jungen beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Seine Mutter ermutigt ihn, zu einem Vorsprechen zu gehen. Der Junge mit den blauen Augen bekommt tatsächlich die Hauptrolle und seine erste Leinwandprügelei. Er drehte mit 12 seinen ersten Film. Die Filmleute kamen nach Amelia und er bekam die Rolle. Da hat er einfach Glück gehabt. Aber er war so gut, dass er als Jugendlicher weiter schauspielerte und verdiente damit den Unterhalt für die ganze Familie, die davon lebte. Die haben damals in Rom gewohnt und
Sie kannte ihren Sohn natürlich, wusste, dass es ein im Grunde genommen schon ein aufgeweckter Kerl ist, dass er schauspielerische Fähigkeiten hat, von denen sie überzeugt war. Er aber nicht, er hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Das Schauspielern war wirklich hart für ihn. Er erzählte mir, dass er es nicht mochte. Er hat sich jeden Tag vor Aufregung übergeben müssen. Er ist übrigens immer noch jeden Tag nervös beim Drehen. Trotz Lampenfiebers. Mario Girotti fasst in der italienischen Filmszene Fuß und darf bald in einem Klassiker mitspielen. Er ergattert im berühmten Film Der Leopard von Luchino Visconti eine Nebenrolle. Was habt ihr da Schönes? Mario Girotti ist jetzt ein Begriff in der internationalen Kinowelt. Und ein Frauenschwarm. Darf ich einmal stören? Ich habe hier ein Buch, die Sonette von Aleardi. Er ist einer meiner Lieblingsdichter. Ich habe dieses Büchlein in Neapel gekauft. Das ist natürlich ein Klassiker, ein ganz toller Monumentalfilm. Und da habe ich mir eigentlich zuerst mal gesehen. Dunja Reiter wird ihn noch viel öfter sehen. Die beiden stehen bald für einen großen deutschen Kinofilm vor der Kamera. Unser erstes Treffen war für mich, wow, was wir tolle blaue Augen. Diese blauen Augen legt Mario bisher auf die Rolle des Schönlings fest. Auch wenn es alles fast Liebesschnulzen, Schmonzetten sind, wo er als der Fidanzatino Italiano, wie er genannt wurde, bezeichnet wurde vom italienischen Publikum als der ewige Verlobte, der Schöne, der Beau, der allen Frauen den Kopf verdreht und am Ende aber immer hilflos untergeht in diesen Beziehungen. Das ist eine Rolle, die er am Ende seiner ersten Phase als Schauspieler satt hatte. Er kam dann nach München Anfang der 60er Jahre und wurde dann bei Castings von Horst Wendland entdeckt, der ihn dann schließlich für den ersten Karl-May-Film verpflichtete. Sie schlafen noch nicht. Hast du kapiert, was ich dir gesagt habe? Ja. Du reitest zum Weißen Felsen und meldest Preston, dass es heute Nacht losgehen kann. Warum mich? Warum nicht Rod? Weil der Chef es so bestimmt hat und weil Rod schläft, wie du siehst. Und jetzt verschwinde! Immer ich. Und Rod kann sich aufs Ohr legen und pennen. Matthias Wendland ist der Sohn des Winnetou-Produzenten Horst Wendland. 1964 holt dieser den 25-jährigen Mario Girotti nach Deutschland. Es war wohl so dazwischen. Ein richtiger Star war er nicht, aber er hat schon größere Rollen gehabt. Er hat ja auch, die Italiener haben ja auch viel diese Sandalenfilme gemacht. Und da hat er eben auch schon mitgespielt. Ja, aber als großer, er hieß ja noch Mario Girotti und nicht Terence Hill damals, also bei den Karl-May-Filmen. In Winnetou 2 spielt er bereits eine tragende Rolle als US-Offizier. Wer seid ihr? Leutnant Merrill vom Fort Niobrara. Wisst ihr, wer hier den weißen Vater in Washington vertritt? Ja, ich weiß es. Es ist Oberst John Frederick Merrill, mein Vater. Ihr seid frei. Bringt eurem Vater folgende Botschaft. Wenn der Mond sich rundet, treffen sich die Häuptlinge aller Stämme im Fort Niobrara, um gemeinsam über den Frieden. Er war wirklich sehr beliebt, Darling, besonders bei Mädchen und... Man hat erzählt, dass viele von diesen Mädels ihm so Liebesbotschaften in Kostüm reingesteckt haben. Ihr wisst, was ihr vorhabt. Im selben Film spielt die gebürtige Kroatin Dunja Reiter eine Bardame. Am Set verstehen sich die beiden prächtig, trotz des allgemeinen Sprachengewirrs. Was soll das heißen? Das heißt Leute, die meine Befehle nicht achten. Kann ich nicht sprechen. Da hat ja jeder seine eigene Sprache gesprochen. Ja. Also die Italiener haben Italienisch gesprochen, die Spanier haben Spanisch gesprochen. Und das wurde alles nachher synchronisiert. Ja. Das war also praktisch ein babylonisches Sprachengewirr am Drehort. Und es ist lustig, das zu beobachten, wie die hingen an den Lippen von den anderen. Ist er jetzt fertig? Kann ich jetzt meinen Satz sagen? Natürlich, das war bei Proben. Später hat man sich eingespielt und das wurde danach auch alles synchronisiert auf Deutsch. Aber bei den Dreharbeiten war das schon sehr lustig. Nach 4 Karl-May-Filmen ist für Mario Schluss. Um seine Karriere voranzubringen, will er besser Englisch sprechen lernen. Er heiratet seine Lehrerin Lori, mit der er noch heute zusammen ist.
Aus einer Liste mit 20 Namen sucht er sich einen internationalen Künstlernamen aus. Aus Mario Girotti wird Terence Hill. Und er lernt den Mann kennen, den er als Jugendlicher bereits bewundert hatte. In den 50er Jahren war dieser Mann mehrfacher italienischer Schwimmmeister und trainierte im selben Club wie der fast 10 Jahre jüngere Mario. Sein Name Carlo Petersoli, alias Bud Spencer. Ich war der erste Italiener, der die 100 Meter unter einer Minute geschafft hat. Das war mein Rekord. Und ich war damit der Erste. Heute muss ich darüber schmunzeln, denn inzwischen schwimmen auch die Frauen die 100 Meter unter einer Minute. Da hat sich viel geändert. Vom imposanten Carlo ist der junge Mario beeindruckt, aber auch irritiert. Einmal haben wir alle darauf gewartet, dass er ins Becken springt zum Training. Und ich sagte, oh, jetzt wird er trainieren. Jetzt wird er 20, 30 Mal hin und her schwimmen. Aber er sprang einfach ins Wasser, schwamm einmal die Bahn hin und zurück und kam wieder raus. Seine Begabung als Athlet war angeboren, genauso wie die des Schauspielens. 1967, gut 10 Jahre später, laufen die beiden sich also wieder über den Weg. Warum erzählst du mir nicht, was damals zwischen dir und Bill passiert ist? Ach, geh zum Teufel. Es war Schicksal. Die mussten zusammenkommen. Peter Martell als Hauptdarsteller neben Bud Spencer. Der bricht sich einen Fuß in einem Streit mit seiner Frau, weil er in die Wand getreten hat. Und dann wurde über Nacht Mario Girotti quasi als Ersatz für Peter Martell eingeflogen. Kommt da ans Set und die erste Szene, die er mit Bud Spencer dreht, ist eine Schlägerei. Der erste gemeinsame Film von Terence Hill und Bud Spencer ist viel brutaler als die späteren Komödien. Trotzdem ist klar, die beiden passen wie zwei Fäuste auf zwei blaue Augen. Also so sieht man sich wieder. Hol mich runter. So hat alles angefangen. Ich meine, hätte sich dieser Peter Martell nie den Fuß gebrochen, ich weiß nicht, ob wir heute über das Duo Spencer-Hill reden würden. Markus Zölch ist Terence Hill-Fan von Kindheit an, beginnt als Erwachsener zu den Dreharbeiten zu reisen und ist schon bald mehr als ein Fan. Ich habe ihn halt immer mit deutschen Köstlichkeiten versorgt, ob das jetzt ein frisch gebackener Kuchen war, ein Zwetschgenkuchen, den er liebt, oder ich habe ein bayerisches Bier mitgebracht und so. Und dann Handynummer gegeben, er hat mir seine gegeben und hat gesagt, kannst du jederzeit melden. Und daraus hat sich über Jahre hinweg eine Freundschaft entwickelt. Bei seiner Film-Promotion-Tour im vergangenen Jahr begleitet Zölch seinen Star auf Schritt und Tritt, kümmert sich um Fan- und Interviewanfragen, ist ständig an seiner Seite. Er bezeichnet sich als Freund und rechte Hand des Schauspielers. Terence Hill lebt heute wieder in Amelia bei Rom, dort, wohin die Familie nach dem Krieg floh. In sein Haus lässt er grundsätzlich keine Kamerateams. Dafür sind wir später mit dem öffentlichkeitsscheuen Star verabredet. Markus Zölch ist über die Jahre ein Freund der Familie geworden. Heute ist er mit Jess verabredet. Zusammen mit seinem berühmten Vater betreibt Jess hier eine Eisdiele. So wie Großonkel Quirino Girotti bereits vor 60 Jahren. Die Plakate verraten den Besitzer. Selbst wenn man noch nie den Namen Mario Girotti gehört hat. Und der liebt italienisches Eis. Besonders eine Sorte. Und natürlich habt ihr Pistazie. Das ist für die Fans, oder? Ja, klar. Aber auch für uns. Terence liebt das. Pistazie ist sein Lieblingseis. Wie ist denn das? Kriege ich auch ein Eis? Was für eins? Immer nur Pistazie. Pistazie habe ich nicht. Ich habe Vanille, Schokolade, Zitrone, leckere Erdbeere und Mokka. Ja, auch gut. Dann mach mir ein gemischtes, und zwar Vanille und Pistazie. Hoppla. Nicht doch. Ich sag doch, Pistazie habe ich nicht. Was hast du denn anzubieten? Ganz ruhig, Charlie. Ich habe Vanille, Schokolade, ich habe Zitrone, leckere Erdbeere und Mokka. Darüber sprachen wir schon. Den beißen gleich die Schweine. Ist ein Wort. Dann kriege ich ein gemischtes. Und zwar Zitrone,
Schokolade, Vanille, leckere Erdbeer und Mokka. Und Grüner. Charlie, aber ein Klitzepistazie. Kommen denn immer noch so viele Fans hierher, um ein Eis zu essen? Tja, viele sogar aus Australien. Fans aus Australien kommen, um hier ein Eis zu essen. Ja, das ist weit weg. Sehr weit weg. Das ist dann ein teures Eis. Jess und Markus wollen heute gemeinsam einen geschichtsträchtigen Ort besuchen. Campo Secco. Ein Plateau auf knapp 1500 Metern in den Abruzzen. Kulisse für den vielleicht berühmtesten Western des Duos Spencer Hill. Die rechte und die linke Hand des Teufels von 1970. Die erste echte Western-Komödie der beiden. Und ein riesiger Überraschungserfolg. Vor knapp 50 Jahren begannen hier zwei Filmlegenden. Was sind denn das für Leute? Das sind die Siedler. Sag mal, die tragen ja keine Waffen. Ja, soviel ich weiß, gehört das zu ihrer Religion. Sie haben was gegen Gewalt. Aber warum, weiß ich auch nicht. Wie kommen Sie denn dann mit dem Major aus? Sie versuchen es mit Beten und Ernten gebrochene Knochen. Gott zum Gruß, Brüder! Hallo! Woher weiß der denn, dass wir Brüder sind? Verstehe ich auch nicht. Euch schickt der Herr zu uns! Nein, wir kommen zufällig vorbei. Unsere Leben wurden total verändert durch das, was hier in diesem Tal passiert ist. Das ist, als ob der Blitz eingeschlagen hätte, in einer guten Art und Weise. Dieser Film war so ein riesiger Erfolg, den vorher niemand erwartet hatte. Niemand! Das war eine echte Überraschung. Und alles lief perfekt. Wenn das nicht passiert wäre, wäre auch mein Leben sicher ganz anders verlaufen. Jess war damals nicht nur dabei, sondern auch im Film zu sehen. Als Baby, das Papa liebevoll mit der Knarre kitzelt. Glaubst du, dass der Mädchen uns von jetzt an zufrieden lässt? Dieser Bursch ist nicht der Typ, der so leicht aufgibt. Ich fürchte, er wird bald wieder hier aufkreuzen. Wir haben keine Angst vor ihm. Der Herr steht auf unserer Seite. Ja, aber ob euch das viel nützt, der Herr läuft leider auch ohne Revolver rum. Lange Zeit dachte ich, ich wäre das Kind aus dem zweiten Film. Also nicht das hier, sondern das, das immer furzt. Wir sind jetzt schon seit drei Tagen hier und der Kleine schreit Tag und Nacht vor Bauchschmerzen. Warst du das? Soll ich mir nie erlauben. Das klingt recht erwachsen, liegt vielleicht am Knoblauch. Eine Zeit lang nicht so toll für mich. Für Markus sind diese Ausflüge etwas ganz Besonderes. Er ist zwar längst Freund der Familie, aber im Herzen Fan geblieben. Ich habe halt natürlich früher oft auch dann Setfotos von diesen Drehs gesammelt und dann fängt man halt mal an, bei Google einfach zu gucken, wo ist denn das eigentlich genau und ist es machbar, da hinzukommen. Wenn man dann plötzlich an so einer Original-Location steht, dann kommen diese Erinnerungen natürlich aus den Filmen, diese lustigen Szenen und was man da auch als Kind damit ja verbindet. Wie oft man darüber gelacht hat und wenn man damit aufgewachsen ist und dann hier steht, dann ist es sehr beeindruckend. Ja. Das war ganz falsch, komm her! Na los, wir schwimmen um die Wette! Steig ab! Ich glaube, der ist wasserscheu! Er kommt! Dein Pferd hatten wir eigentlich nicht eingeladen! Aber mein Pferd kann schwimmen, ich nicht? Nur keine Angst, das Wasser geht nur bis da! Na schön, wenn die Sache so ist. Hey, was machst du da? Dieser Film hat viele Freude gebracht. Leute haben so gelacht. Das ist so, macht uns so zufrieden, lachen und Joy, ja. Terence hat mehr als Spaß. Er findet hier die Rolle seines Lebens. Ich glaube, hier hat er seinen Charakter gefunden und seinen Platz in der Filmgeschichte eingenommen. Das alles durch die Rolle, die er hier gespielt hat. Eigentlich bis heute. Der Ort, der alles verändert. Ein Film, der ein neues Genre begründet. Die Western-Komödie. Gags statt Gewalt, Backpfeifen statt Blut.
jetzt wieder schlafen gehen oder hast du heute Nacht noch was auf dem Programm? Oh, was sollte ich machen? Schließlich hat er unsere Mutter eine alte Hure genannt. Aber das ist doch die Wahrheit. So alt ist sie nur auch wieder nicht. Prima. An erster Stelle gehört zu den Dingen, die wir gemeinsam geschaffen haben, der komische Western. Ein Laden verwüstet, zwei Männer beinahe zu Krüppeln geschlagen, einem die Eier weggeschossen, ein Toter und das alles in 2 Stunden. 2 Stunden habe ich dich allein gelassen, aber das hat genügt. Wieso? Ich sollte dir doch helfen. Aber doch nicht so, du verdammter Idiot! Bei uns gab es überhaupt keine Toten. Und wenn mal jemand starb, dann war dessen Tod nur vorgetäuscht. Die Filme waren einfach nur komisch. Die Leute haben sich amüsiert. Das war eine tolle Entdeckung. Wir wussten nicht, dass wir so einen lustigen Film machen, Comedy. Wir kommen vom Western mit Regisseur Colizzi. Es war etwas mit Spencer Michel, Ironie, aber es war kein Lachen, Lachen, Lachen. Und so, das war speziell, weil ich habe etwas von mir gehabt, ich da gar nicht wusste. Das war repressed. Und so, die Erinnerung ist, dass man hat gedreht und man hat auch Spaß gehabt. Die Mischung macht's. Gutes Aussehen, lässige Coolness und derbe Witze. So wird Terence Hill zum neuen Lieblingsposterboy. Zusammen mit Bud Spencer dreht er 3 bis 4 Western-Komödien pro Jahr. Kannst du nicht richtig im Sattel sitzen wie jeder normale Mensch? Ah, könnte ich, aber das macht mich so müde. Wo sind wir eigentlich? Wir reiten in nördlicher Richtung. Warum nach Norden? Weil ich es so will. Das kannst du mit mir absprechen, darauf habe ich ein Recht. Du tust, was ich sage, oder ich hau dir aufs Maul. Wenn du das Echo verträgst. Ach, ich könnte dir. Terence hatte diese blauen Augen und sah sehr gut aus. Mein Vater hatte diese Stärke und physische Präsenz. Das hat fantastisch zusammengepasst. Sie fühlten ihre Präsenz auf der Leinwand, wenn sie zusammen waren, und deswegen fühlte es auch das Publikum, entweder auf lustige oder emotionale Art. Giuseppe Petersoli, der Sohn von Bud Spencer, wohnt heute immer noch in seinem Elternhaus. Oft gab es Gerüchte, dass Bud Spencer und Terence Hill sich in Wahrheit nie leiden konnten. Dazu äußerte sich Bud Spencer kurz vor seinem Tod. Wir haben in all den Jahren einen Weltrekord aufgestellt. Wir sind das einzige Paar, das sich niemals gestritten hat. Der sonst eher ruhige, ernste Terence Hill blüht an der Seite seines lebhaften Partners regelrecht auf. Terence sagte immer, wenn ich mit Bud vor der Kamera stehe, fühle ich mich wie eine andere Person. Das ist etwas, was man nicht erklären kann. Ich kann sagen, wenn ich in einer Szene mit Bud Spencer spiele, verändere ich mich total. Ich weiß nicht, was da passiert. Aber privat ist er ein ganz anderer, ruhigerer Typ. Wir haben uns gut gefühlt, wenn wir zusammen gespielt haben. Und es kam dieser besondere Humor dabei raus. Willst du die Nummer noch mal sehen? Die ist beim ersten Mal ziemlich schwer zu begreifen. Nicht so laut. Hast du es jetzt kapiert? Denke bloß nicht, dass das keine Folgen für dich hat. Ja, das denke ich, ja. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. Wir beide rechnen noch ab! Erstaunlich, bist gar nicht so schlecht. Brüderchen macht sich. They were
Sie haben Szenen eingebaut, die nicht von der Sprache abhängig waren. Egal ob Italienisch, Deutsch oder Englisch. Und sie hatten fantastische Synchronsprecher. Ich weiß, dass die deutschen Sprecher großen Anteil am Erfolg der beiden haben. Noch größeren Anteil hat vielleicht dieser Mann, Rainer Brandt, Synchronregisseur aus Berlin. Er erfindet das Schnodderdeutsch. Statt die Originaltexte wörtlich zu übersetzen, lässt er die beiden Sprüche klopfen. Dann gucke ich mir an, was machen die und wie laufen die, wie bewegen die sich. Ich mache den Text auf die Bewegung, nicht auf das, was sie sagen, das ist wurscht. Forsche mal, hast du so einen Fettschwabbel gesehen, so einen zweischläfrigen mit Gesichtsmatratze? Jeden Morgen im Spiegel. Also im englischen Original standen ganz andere Dialoge drin, die Rainer Brandt einfach langweilig gefunden hat und sie einfach sich zurechtgebogen hat im Sinne einer Slapstick-Komödie. Also wirklich ein dummer Spruch nach dem anderen und die Leute sind ja gestorben vor Lachen im Kino. Bei der Vielfalt unserer Geschäfte, da können aus den besten Freunden plötzlich die negativsten Feinde. Wenn mein Billard einen lötet, kann das auch passieren. Terence und auch der Bud, die wussten immer, was sie ihren deutschen Synchronstimmen zu verdanken haben. Die wussten auch immer, dass die deutschen Synchronfassungen anders sind. Was du da an Blähungen ablässt, solltest du durch eine Hose filtern lassen. Und das halt Tommy Danneberg und damals auch Wolfgang Hess natürlich auch mit zu diesem Erfolg beigetragen haben. Hallo, ihr abgeschälten Gummiklöße. Seid froh, dass ihr kein Nudelholz ins Genick kriegt. Dieser Mann leiht Terence Hill seit fast 50 Jahren seine Stimme und trägt damit entscheidend zum Kultfaktor der Filme bei. Hallo, ich bin Tommy Danneberg, die deutsche Stimme von Terence Hill. Das ist der Chefkoch, der sich hier offenbar auf dem Teller übergeben hat. Es tut ihm leid und da hat er ein Blümchen gepflückt, weil er gerade an der öffentlichen Anlage vorbeikam, gell? Ich bin der Meinung, teurer Vetter, wir sollten den werten Chefkoch überreden, mal seinen Gewürzprüfer in das Fressen zu hängen. Ihn mal riechen lassen? Mhm. Dem lieben Wirt hat er auch gesagt, dass du fette Sau sowieso nichts essen brauchst. Stell dir vor! Fette Sau? Ja. Ein hochgeschossener, schlanker Mensch. Nur wir müssten ihn dazu bewegen, sich mal zu verneigen, damit er vorkosten kann. Wenn er es freiwillig nicht tut, bleibt nur der Tritt in die Nüsse. Tritt mal ein bisschen nach vorn, du Bürstenbinder. Jetzt reicht's! Na ja, los. Wegen gesundheitlicher Probleme kann Danneberg inzwischen keine Filme mehr synchronisieren, erinnert sich aber gern an die Arbeit im Tonstudio. Spontanität. Es war einfach Spontanität. Ja. Fand immer sehr, sehr angenehm, sehr nett. Ein sehr lieber Kerl. Sie haben gute Arbeit geleistet. Besser, als wir das hinbekommen hätten. Hey, er will dir die Qualle aus dem Drömel hauen. Was? Auf Italienisch oder Spanisch ist überhaupt nicht dieser Humor drin, der in der deutschen Synchronisation drin ist. So wie du jetzt, so sah mein Opa immer aus, wenn er Holz holen musste. Bei der deutschen Synchronisation muss man ja auch, sieht man manchmal auch, dass die, es passt nicht immer hundertprozentig, sondern im Wegdrehen hat er dann denen noch was in den Mund gelegt, der Rainer, ja, was dann eben ganz witzig war. Ich suche einen Gaul. Hä? Was? Was heißt das, ein Gaul? Na, ein hotte Hübpferdchen, du Dumpfbacke. So ein Gerät hier. Die Brüder Dennis und Erik Heise sind zwei, die in Sachen Spencer und Hill-Filme nicht zu bremsen sind. Vermutlich kennt sie niemand so gut wie sie. Die beiden Informatiker haben eine einzigartige Online-Datenbank zusammengetragen. Knapp 5000 Darsteller, hunderte DVD-Fassungen und Drehorte. Eine jahrelange akribische Arbeit, die sie täglich fortführen. Sprachbarrieren sind da das kleinste Hindernis. Wenn es die deutsche Fassung gibt, dann gucken wir natürlich lieber die deutsche Fassung, weil wir die einfach besser verstehen. Aber wenn es keine deutsche Fassung gibt, dann ist uns die Sprache relativ egal. Also Don Matteo, 245 Folgen, die haben auch alle auf Italienisch geguckt. Dabei können die beiden Bremer gar kein Italienisch. Die beliebte Fernsehserie mit Terence Hill als Pater Don Matteo lief nie in Deutschland. Also hatten die Zwillinge keine Wahl und schauten das italienische Original. Wahre Fanleidenschaft. Sie reisen ihrem Star oft nach. Diesmal sind sie mit Freunden 15 Stunden nach Budapest gefahren. Auch in Ungarn gibt es einen Kult um Bud Spencer und Terence Hill. Heute Abend sogar ein ganz spezielles Konzert. Da dürfen echte Fans nicht fehlen. Gut gegessen. Gute Spaghetti. Es gab ja dieses offizielle Fantreffen und das war der Anlass, wo immer alle hingefahren sind.
Aber ja, irgendwie, es wurde uns irgendwann zu wenig und es gibt mittlerweile auch mehr Möglichkeiten. Also diese Einweihung der Statue zum Beispiel, das sind halt auch Sachen, die uns, sagen wir mal, die Gruppe wieder zusammenbringen, weil alle das die gleichen Interesse haben. Heute Abend werden Sie keine Statue, sondern Terence Hill aus Fleisch und Blut sehen. In der Konzerthalle laufen die Proben. Terence Hill tritt heute bei einem Konzert der Oliver Onions auf. Das ist die Band, die fast alle Soundtracks der Spencer Hill-Filme komponiert hat. 25 Jahre waren Guido De Angelis und sein Bruder Maurizio von der Bildfläche verschwunden. Wir hatten sehr viel Spaß, denn Terence und Bud waren richtige Freunde geworden. Wir waren beim Drehen immer mit dabei. Viele Tage und Nächte waren wir am Set der Filme, um die Atmosphäre zu fühlen und zu spüren. Nicht einfach nur das Drehbuch lesen. Das wäre uns zu wenig gewesen. Hills rechte Hand, Markus Zölch, ist auch vor Ort. Seine treuesten Fans kennen Terence Hill persönlich. So weiß er beispielsweise von der enormen Internetdatenbank der Heise-Brüder. Ich kann mich bloß bedanken auf meine Fans. Ja, ich kann das gar nicht glauben. Ich kann bloß so zufrieden sein. Und ich verstehe das auch nicht, weil es so gut ist für mich. Meistens vermeidet der bescheidene Weltstar öffentliche Auftritte. Beim Oliver Onions Konzert heute Abend aber wird der Kultbuggy aus einem seiner Filme für gute Zwecke versteigert. Für mich ist es immer anstrengend, wenn viele Leute kommen, Autogramm und so. Aber heute bin ich sehr zufrieden, weil endlich bin ich in einem Konzert mit den Oliver Onions. Das ist einfach sehr naturell, dass er es nicht gerne mag, wenn so die Leute ihm so nahe rücken, also so mit Blitzlicht und TV-Kameras und dann so aufdringlich sind. Ich als Fan, der ich auch im Herzen geblieben bin, kann natürlich diese schreienden Menschen alle verstehen, die Autogramme wollen und Fotos und so weiter. Auf der anderen Seite versuche ich natürlich auch in Terence, insoweit in Anführungszeichen zu beschützen. Weil manchmal sind da einfach Situationen dabei, da wird es einfach zu viel. Die Zwillinge und ihre Freunde auf dem Weg zur Konzerthalle. 6.000 Fans werden heute Abend kommen. Die Halle ist ausverkauft. Die Begeisterung für die beiden italienischen Filmlegenden ist international. Bei den Heise-Brüdern fing sie schon in früher Kindheit an. Zu Grundschulzeit sind wir aus der Schule gekommen und dann unsere Eltern waren beide arbeiten noch. Und dann sind wir zu unserer Patentante rübergegangen. Die hatte damals die Filme alle aufgezeichnet aus dem Fernsehen. Und dort haben wir sie dann rauf und runter geschaut. Ein Film pro Tag ungefähr. Hast du das gesehen, Papa Leone? Unser Krokodil ist wieder da. Setz dich hin, mein Kleiner. Nimm Platz, mein Krokodil. Ist eine Kleinigkeit. Ich hab gewusst, dass du mal dein Glück in der Fremde machst. Tom, möchtest du ein Spiegeleichen? Zwei, bitte. Nur zwei? Früher hast du 12 gefressen. Ja, früher. Alles wird größer. Auch die Eier. Es macht mich richtig glücklich, dass dein Appetit noch der alte ist. Schön, dich zu sehen. Endlich Einlass. Knapp 100 Euro haben die Brüder für die Karten bezahlt. Dafür werden sie in der ersten Reihe sitzen. Für heute Abend haben sie sich extra Fan-T-Shirts machen lassen. Wir wollen eigentlich nur auffallen. Also wir waren beim ersten Konzert in Budapest waren wir alle in Blau. Bei dem Konzert in Berlin waren wir alle in Gelb. Und jetzt sind wir alle in Rot. Damit man uns auch sieht. Terence Hill bekommt letzte Instruktionen. Er weiß, wie wichtig die Musik der Oliver Onions für die Filme war. 50% von diesem Success ist auch Musik. Wenn Once Upon in the West in Deutschland rausgekommen ist, niemand ist gegangen. Dann haben wir die Platte gehört und dann war ein großes Success. Die Hits sind Soundtrack-Klassiker. Heise-Brüder sind begeistert. Dann kommt endlich der Mann, auf den alle gewartet haben. Der berühmte Strandbuggy stammt aus dem Film Zwei wie Pech und Schwefel.
Den Erlös der Versteigerung wird Terence Hill einem Kinderkrankenhaus überreichen. Schön war's. Hat viel Spaß gemacht. Guido Maurizio war ein klasse Dorf, da der Zähl war auch gut drauf. Hat sich, glaube ich, gefreut, so gefeiert zu werden und das Konzert war klasse. Beseelt fahren die beiden zurück nach Deutschland. Er liebt Mein Name ist Nobody. Er liebte diese Rolle einfach. Er hatte da auch nachdenkliche, ernste Szenen. Und er mochte auch Henry Fonda sehr. Sie blieben in Kontakt und er half meinem Vater auch in den USA. Ein sehr netter Mensch. Weißt du, was aus Fans wird, aus Bewunderern? Irgendwann werden sie neidisch. Dann werden sie arrogant und blasen sich auf, werden selbstsicher. Und ein paar Wochen später sind sie eine Leiche. Und dann sind sie blass. Kommt im besten Familien vor. Ein zu langes Leben bekommt sowieso den wenigsten Menschen. Gelle, weißt du noch, im Oktober, der Typ, der dir so ganz link von hinten einen verpassen wollte? Ach, das Ding ist ja lästig. Großmutter sagt, sie will das Körbchen nicht. Tja, du hast schon viele gehabt, aber 150 auf einmal ist auch dir fremd, stimmt's? Donnerwetter, ja. Mit der Dröhnung an der Uhrkette könntest du jetzt ganz frei durchatmen. Weißt du, so hast du eigentlich immer in meiner Fantasie rumgegeistert. Als Held. Auf der einen Seite liegst du im Grase, auf der anderen Seite kommen 150 hoch zu Ross. Wie kommst du gerade auf 150? Die wilde Horde, mit denen wirst du es bald zu tun kriegen, ehrlich. Das glaube ich kaum, denn die Burschen reiten und schießen, als wären es 1000. Sag mal, wer bist du eigentlich? Ich? Nobody. Niemand. Aber auch mit Bud Spencer arbeitet Terence Hill 1974 wieder erfolgreich zusammen in der Komödie Zwei wie Pech und Schwefel. Mit jedem Film, den die beiden gedreht haben, gingen sie mehr von diesen, von den damals noch Gewaltfilmen weg hin zu Prügelkomödien. Erst Western, dann Actionkomödie. Italo-Western haben sie groß gemacht. Aber Mitte der 70er Jahre will das Publikum etwas Neues sehen. Das Erfolgsduo Bud Spencer, Terence Hill dreht jetzt Actionkomödien. Die Erfolge wuchsen von Filmprojekt zu Filmprojekt. Und das Erfolgsrezept hat die beiden einfach zusammengeschweißt. Dieses Einfließen lassen der Slapstick-Komödie und die Harmonie, die zwischen den beiden entstanden ist. Nanuchen! Noch etwas Entscheidendes kommt dazu. Die witzigen, unblutigen Prügeleien. Ich hab's absichtlich getan. Du irrst dich, ich hab's absichtlich getan. Gut. Now shit, please.
Also als Kinder sind die Schlägereien genau das, was man sehen will. Also da reagiert man am stärksten drauf. Und auch die Slapstick-Nummern, die halt auch oft im Rahmen dieser Schlägereien geschehen. Wir fahren nach Rom, um den Mann zu treffen, der den berühmten Dampfhammerschlag Bud Spencers so oft abbekommen hat, wie vielleicht sonst niemand. Er ist inzwischen 82 und heißt Sal Borgese. Jahrzehntelang gehörte er zu der Stunt-Truppe, die bei den Spencer-Hill-Filmen Prügel einstecken musste. Sie wollten mich immer wieder, weil ich lustig bin. Schon sehr komisch, aber nicht lächerlich. Mit Terence war es immer ganz einfach, weil er so elastisch ist. Wie ist denn dieser? Und dieser? Und jetzt im Duett! Jetzt komm ich! Hier ist jeder Ort! Du bist bedient! Bud Spencer hatte ja diese brachiale Urgewalt. Er war ja der Typ, der ja mehr oder weniger wild umeinander geschlagen hat. Mit schweren Treffern. Behäbig, aber schwere Treffer. Während gegen der Terence als Akrobat ja immer der war, der die Schlägereien ja artistisch gelöst hat. Jetzt kommt der doppelte Hufschlag. Und die Rolle vorwärts. Yes, es nicht doch. Das klingt doch sonst immer. Ohne Schlägereien in einem Film kann ich nicht leben. Oh, das tut mir von Herzen leid. Um das aber alles so zu machen, wie das im Film rüberkommt, musste das mehr oder weniger wie eine Choreografie einstudiert werden. Und dafür brauchte man Leute, die genau wussten, wann passiert was. Und teilweise, hat mir auch der Terence erzählt, war das früher wie ein Trommeln am Set, dass die quasi den Takt vorgegeben haben. Bud Spencer hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil er eigentlich eine Brille brauchte, mit dicken Gläsern, die er sonst aufhatte. Aber beim Drehen musste er sich die Abstände genau merken. Das kann schon ganz schön wehtun, wenn einem so richtig auf den Kopf haut und man nicht das richtige Timing hat. Dann fühlt man schon das Knacken im Hals. Er hatte schon seit seiner Jugend große Probleme mit seinen Augen. Einige Stuntmen sagten mir, dass sie wirklich vorsichtig sein mussten. Der hat bei den Proben immer eine Brille aufgehabt, so richtig dick mit Panzergläsern. Und dann, wenn gedreht wurde, Brille runter. Und dann war der halt, der hat auch immer die Augen so zugekniffen, weil er halt wirklich nicht viel gesehen hat. Nein. Die Choreografie war so gut vorbereitet und auswendig gelernt. Und mein Vater und Terence waren auch sportlich durchtrainierte Athleten. Terence ist es immer noch. Sogar mit 80 fährt er noch Fahrrad und reitet auf Pferden. Die Produktion hat immer gebettelt, benutzt ein Double. Die Versicherung wollte das Risiko nicht eingehen, den Film stoppen zu müssen, weil sich der Hauptdarsteller beim Stunt verletzt hat. Wenn die einen Film drehen, dann wird einer gebraucht, der aus dem Fenster fliegt oder mit einem brennenden Auto in eine Schlucht stürzt. Wen ruft man dann? Mit dem brennenden Wagen? Die Feuerwehr? Nein, Elliot Wentz, den größten. Das ist aber was für Schwachsinnige, ne? Och, es macht sogar Spaß, wenn man es kann. Und du kannst das, ja? Bis jetzt konnte ich's. Kann ich mir bei dir leerer Hose überhaupt nicht vorstellen. Soll ich dir das mal zeigen? Kutscher, halt mal an. Ja. Ah!
Also, du hast es begriffen, ja? Ich komme im Galopp auf dich zu und du tust so, als würdest du auf mich schießen. Peng. Und dann wirst du sehen, wie ich abfalle. Also gut, peng. Was ist das denn? Hey! Hey! Na los, fang an! Hey, hier! Haha! Bau! Auf der Schnauze! Ja, aber sieh, Senor, ist die schlecht geworden? Nein, nein, es ist nichts. Ich habe nur so getan. Ich bin unverletzlich. Danke, vielen Dank, Freunde. Tja, siehst du, mit so einem Fall verdiene ich $500. Du hast dir dabei nicht den Schädel eingeschlagen. Natürlich nicht. Ich habe dir doch gesagt, ich bin der Beste. Eines der ersten Dinge, die er mir als Kind beigebracht hat, war, wie man richtig fällt. Vom Fahrrad oder die Treppen runter. Jedes Mal, wenn du fällst, musst du deinen Körper komplett entspannen. Was liegt denn an, Bruderherz? Ich will unserem Papi ein paar Blauaugen besorgen und bei dir Maß nehmen. Wir haben immer alles selber gemacht mit Bad. Und man glaubt, dass wir das machen, Kleberei. So, wenn, sag, was war zu, wir konnten nicht machen, wir haben keinen Double gehabt, dann machen wir weniger, aber wir machen das. Und das ist, auch da, ich glaube, die Leute mögen das, dass es Schauspieler das machen. Mitte der 80er Jahre ist der Zenit der Spencer Hill-Filme überschritten. Terence Hill verfolgt seine Solo-Karriere. Im Film Renegade spielt sein Adoptivsohn Ross an seiner Seite. Wenig später trifft Terence Hill der wohl härteste Schicksalsschlag seines Lebens. Nach den Dreharbeiten von Renegade ist ja sein Sohn verunglückt. Man kann ja mit 16 fahren in den Staaten. Terence Hill hat das zugelassen und er ist tragischerweise einfach verunglückt mit dem Auto. Ausgerutscht auf Glatteis, gegen einen Baum geschleudert und Ross war sofort tot. Der Freund starb anschließend im Krankenhaus. Man merkt auch, dass seine Filme danach nicht mehr ganz diesen Witz hatten. Ich denke mal, er hat nach 30 Jahren jetzt damit gelernt zu leben, er akzeptiert es, aber trotzdem ist es eine Wunde in seinem Leben. 1994. Nach 10 Jahren Pause das Comeback der beiden Filmlegenden. Die Troublemaker. Sie schlüpfen in ihre alten Westernrollen. Bohnen essen inklusive. So. Ja, ich esse Bohnen gerne, auch weil ich esse kein Fleisch. So. Dann Bohnen. Nachher haben sie ja wenigstens variiert. Am Anfang durften sie ja immer nur Bohnen essen, aber nachher durften sie auch Burger essen. Das war dann ja schon was anderes. Oder Bud Spencer hat ja auch mal ein paar Spaghetti gekriegt im Plattfuß. Von daher, die mussten ja nicht bei den Bohnen bleiben. Bud Spencer liebte tatsächlich deftiges Essen. Doch Terence Hill ernährt sich seit mehr als 40 Jahren sehr gesundheitsbewusst. Fleisch, Milch, Alkohol, alles tabu. Wir haben uns zu Hause von einer japanischen ländlichen Diät ernährt, die Inaka hieß und von japanischen Bauern und Fischern stammt. Es gab nur einmal im Monat Fisch und Vollkorn, Tofu, alle möglichen Bohnen und Algen. Die Troublemaker bleibt der letzte Film des Duos. Die Fangemeinde aber wächst weiter. Jedes Jahr treffen sich tausende Anhänger und feiern ihre Filmhelden. Viele Nebendarsteller oder Musiker kommen als Stargäste dazu. Seit neuestem findet das Festival in Terence Hills sächsische Heimatstadt Lommatzsch statt, die sich an dem Wochenende mal eben verdoppelt.
Als es losging, da haben sich da ein paar hundert, also sogar erst nur 100, und dann ist das auf 200, 300 Leute angewachsen. Jetzt ist es eigentlich wirklich mehr so ein Festival. Man feiert zu der Musik und man unterhält sich mit den Leuten. Man trifft ja sehr viele Leute. Die Leute kommen kostümiert, das gab es am Anfang auch so gar nicht. Im letzten Fan-Treff haben wir 4 von diesen Strandbuggies, die in 2 wie Pech und Schwefel rumflitzten dort. Und das ist unglaublich gewachsen. Terence Hill hat dem großen Kino bis auf Weiteres Ade gesagt. Scheinbar. Doch reicht ihm seine Fernsehrolle des detektivischen Priesters Don Matteo wirklich aus? Auch mit 80 hat der Weltstar offenbar noch Träume. Er will auf jeden Fall noch mal einen Film machen. Ich weiß, dass er sogar was in Deutschland drehen will. Ich weiß nicht, was es ist, und ich glaube, er weiß es auch noch nicht genau. Ja, es gibt eine Idee. Aber es gibt sogar 2 Ideen. Jetzt muss man bloß sehen, man muss jetzt erstmal ein Treatment schreiben und dann das praktisch entwickeln. Ja. Ich würde mir wünschen, wenn es ein Kinofilm ist, weil dann der Aufwand halt höher ist. Ja, es wäre natürlich auch schön, wenn es eine Komödie wird. Es wird ja nicht mehr so sein wie früher, weil mit 80 kann man ja nicht mehr den Hau drauf machen. Ja, das, obwohl er noch viel jünger aussieht, aber er ist nun mal 80, ja. Terence kann Regie führen und Schauspielern. Ich denke, er kann auf jeden Fall noch neue Projekte starten. Jetzt ist es nicht leicht, einen Film zu machen. Es ist leicht zu drehen, aber nicht so, dass alles zurückkommt. Es ist nicht mehr wie damals. Es ist so viel teurer geworden. Wir versuchen, irgendwas zu erschaffen, aber es ist eben alles noch ganz am Anfang. Deswegen ist man da, kann man da noch nicht so drüber reden. Naja, du schön, so ein großer Aufriss ist das ja nun auch nicht. Nun, den platonischen Kram, den wecken wir jetzt mal ein, nicht? Ich meine, man wird ja auch immer älter. Und plötzlich stellt man fest, dass man keinen Dampf mehr auf dem Kessel hat, wenn das Gehäuse zu alt ist, nicht? Du bist nur alt, wenn du dich alt fühlst. Und Leute wie Terence werden sich niemals alt fühlen. Für sein Publikum ist Terence Hill jetzt schon der coolste Typ und unsterblicher Teil des vielleicht erfolgreichsten Filmduos aller Zeiten. Happy Birthday, Terence. Er ist eine lebende Legende und zum Glück ist von ihm noch einiges zu erwarten. Nach Kalifornien! Abwarten und Bohnen essen.